So, liebe Leute, da sind wir wieder bei Rising World und ich habe eine Dolly gefunden. Eine Dolly direkt in meinem Haus. Ist das nicht geil? Ist das nicht episch? Das ist doch wunderbar. So, und hier haben wir natürlich auch wieder ein paar Sachen, die im Haus sind. Ja, ich wollte euch ja gleich ein bisschen was zeigen bezüglich den verschiedenen Möglichkeiten, was wir jetzt noch machen könnten. Klar, ich muss hier noch ein paar Anpassungen machen. Aber es sind minimale Anpassungen, hoffe ich. Okay, hier sitzen ein paar mehr. Aber damit kann man leben. Ich glaube, ich muss das nächste Mal die Wände doppelt so dick machen bei einem Haus. Also, wenn ihr irgendwann mal ein Haus baut, macht die Wände doppelt dick. Ich glaube, damit seid ihr auf der sicheren Seite. Ich bin jetzt mal ehrlich gesagt neugierig, was jetzt gleich passiert. Das würde mich echt mal interessieren, was jetzt gleich passiert. Wahrscheinlich hat sich das gleich wieder alles so gedreht und gewendet, dass hier wieder nichts passt, von vorne bis hinten. So. Hier unten haben wir ein bisschen Erde. Ja, das ist ein bisschen Erde. Da kommt das erstmal drin. Wichtig ist, dass es von innen schön aussieht. So, und ich wollte natürlich auch hier ein paar Blöcke bauen. Ich weiß gar nicht, hat er die jetzt... Nein, er hat keine Favoriten mehr. Das ist natürlich ärgerlich. Ne, Favoriten sind weg. Oder? Habe ich hier noch Favoriten? Doch, hier habe ich noch Favoriten. Ha! Die Favoriten sind doch noch da. Ich wollte nämlich heute dann die Straße weiterbauen. Aber... erstmal brauche ich hier noch ein paar Sachen. So. Da sehe ich ja jetzt hier gerade noch, da sind ja noch hier ein paar kleine Sachen, die noch nicht so schön aussehen. So. Ja, hier hat er natürlich jetzt wieder alles schön verändert, ne? Obwohl, es geht eigentlich noch. Hier kann ich bestimmt noch die ein oder anderen Sachen beheben. Aber nun gut. Also, ich wollte jetzt hier die Straße weiterbauen. Und das natürlich in diese Richtung. So müsste eigentlich passen. Ist natürlich jetzt schon eine ganz schöne Strecke. Oh, vier Stück. Boah. Okay, gut, haben wir eine gute Strecke von 64 weiteren Blöcken. Obwohl, warte mal, machen wir anders. Hier bauen wir dann das hin. Dann könnten wir eigentlich auch die 64 Blöcke noch dazu packen. Dann haben wir die nämlich auch gleich weg. Dann haben wir da die 64 Blöcke und dann passt das. Da haben wir noch einiges. Genau, haben wir eine richtig schöne lange Straße. Klar, ich muss dann im Nachhinein eh noch das Ganze bauen. Also ergänzend. Jetzt würde ich mir wünschen, so irgendwie so quadratisch das Ganze zu machen, aber nun gut. So. Hier wieder lang. Und wieder zurück. So. Aber wir müssen auch hier noch ein bisschen Bäume fällen. Oh, oh, oh. Hier sehen wir noch ein paar Setzlinge. Die kann man natürlich auch nochmal schnell mitnehmen. Und dann haben wir hier auch noch Apfelbäume. Oh, das waren drei Setzlinge. Drei Setzlinge, komm. Eine Setzling. Wo ist der eine Setzling? Da. Ich hoffe, ich habe ihn jetzt. Ich habe ihn jetzt. Habe ich ihn? Habe ich ihn? 1, 2, 3. Drei Setzlinge. Jawohl, ich habe ihn. Ich habe ihn. Wunderbar. Aber ich glaube nicht, dass es von den Steinen reichen wird. So.
Und jetzt wieder hier zurück. Ne, ich brauche noch zweimal mindestens. Und es wird Nacht. Aber die Nacht ist uns jetzt erstmal relativ egal. Interessant finde ich halt, dass ihr jetzt gerade gar nichts mehr seht, während ich hier noch wirklich alles komplett sehe. Das ist wahrscheinlich dann die Gamma-Einstellung, dass er das dann nicht übernimmt, verstehe ich auch nicht. Aber nun gut. Würde ich mal sagen, gehe ich mal schnell schlafen. Und ja, hier brauche ich nochmal einen, um das Ganze hier nochmal anzupassen, damit das hier wieder schöner aussieht. Wunderbar. Dann kurz mal schlafen gehen. Dann muss ich ja auch noch die ganzen Bilder wieder dran bringen und so weiter und so weiter und so fort. Also ihr seht wirklich einiges noch zu tun, aber es nimmt Form an, es nimmt Form an. Ich möchte auch noch ein bisschen erweitern und so, ne? Gerade oben hatte ich ja ein Poster bisher hängen, da möchte ich natürlich dann noch mehr Poster aufhängen. Ich wollte jetzt runter. Und hier, das Holz kann auch noch weg. Das Holz habe ich gesagt. Danke. Danke, 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 danke. So. Hallo, Dolly. Ganz wichtig, Dolly und nicht Dulli, ne? Also, nicht hier mein Schaf beleidigen. Zweimal brauche ich noch von denen. Ah, toll, es ist Dolly im Weg. Dolly, nein. Ah, jetzt muss ich wegen dem blöden Schaf auch noch die normale Ausgangstür nehmen. Zack. Also so. So, und hier wieder rüber. Die Erde hebe ich dann auch gleich ganz elegant an. Das mache ich dann alles so. Um die Welt ein bisschen, ja, flacher zu machen, klingt jetzt auch doof, ne? Aber um die Welt ansehnlicher zu machen. Um für die Augen, um das Ansehen der Welt augenschonender zu machen. So. Und einmal zurück. Kann ich das nämlich hier alles schön anpassen und kann sagen, pass auf. Du bist jetzt hier glatt. Genau. So, jetzt gehen wir mal in den M5-Modus, gehen hier hoch und sagen, alles hier glätten. So. Ach, erstmal müssen wir alles hier anheben. Boah. So. Boah. Das sind Berge, Leute. Das sind wirklich hier Berge. Kann ich erstmal ganz schön lange glätten. Oh, da habe ich auch noch Sachen. Okay, aber ist ja alles kein Problem. Das glätten wir ja jetzt. So. Schön runter. Rotes Schwein. So. Hier alles runter. Runter. Jetzt geht das natürlich hier weiter. Boah, ist das hier eine Größe. Soll natürlich hier alles auf eine Ebene kommen. Was da drunter natürlich jetzt die ganzen Bäume sind, ist jetzt ein bisschen suboptimal. Aber egal, er smooth das Ganze. Macht das Ganze ja auch schon runter. Also das per Hand alles zu machen, das wäre echt heftig. Muss ich ja jetzt ehrlich gestehen. Runter. Smoothen. Smooth? Smoothy. Smooth es.
Ah, der hatte sich eben gerade festgehakt. So. Weg. So. Bis dahin kann er erhöhen. So, jetzt gehen wir hier ein bisschen runter. Hier ein bisschen hoch. Es muss ja jedenfalls nur an der Straße. Das ist ja wichtig, dass es an der Straße die Übergänge stimmen. Ein bisschen. Der Baum ist jetzt so ein ganz klitzekleines bisschen störend. So. Genau, und jetzt hier an der Straße entlang. Der Rest ist ja erstmal egal. Hauptsache die Straße stimmt. Damit das, wie gesagt, optisch ansehnlich ist. So. Wunderbar. Also ihr seht wirklich, man kann das hier alles schnell machen. Es sieht sogar noch relativ ordentlich aus. Klar, einige Bäume sind jetzt ein bisschen verschwunden. Das sieht jetzt nicht ganz so schön aus, aber es geht noch. Also es gibt Schlimmeres. So, hier noch ein bisschen angleichen. Hier so lange, bis er das mal richtig hat. Wunderbar. Hier kann er noch ein bisschen erhöhen. So. So, hier noch alles weg so ein bisschen. So. Wunderbar, klar. Die Welt ist jetzt nicht mehr... Ich sage jetzt mal, die Welt ist jetzt nicht mehr zufallsgeneriert, dadurch, dass ich jetzt hier ein bisschen mit einwirke, aber, oder der Bereich hier ist nicht mehr zufallsgeneriert, aber doch sieht es immer noch ordentlich. Also ich muss sagen, mir gefällt dieses Tool hier richtig gut. Man kann damit schnell und effektiv das machen, was man haben möchte. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf den Servern aussieht, wie die Admins das handhaben, aber... So viele Blöcke könnt ihr Minecraft nur mit mit World Edit machen. Das gibt es jetzt hier nicht. Aktuell wieder. Vielleicht ist auch schon der Mod wieder draußen, dass man den wieder verwenden kann. Dann kann man das Ganze natürlich nochmal perfekt machen mit World Edit. Ja, aber so ist es jetzt auch schon mal in Ordnung. So. Hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen, hier noch ein bisschen. Da noch, da ist ein Baum. Egal, den Baum ignorieren wir jetzt mal. Und dann gucken wir mal weiter. So, hier die Bäume auch noch alles wieder frei machen. Die armen Bäume voll mit Erde geschüttet. Kriegen so ja gar keine Luft. Wobei, okay, manche freuen sich wahrscheinlich, aber andere wiederum nicht. So. Ihr hört wahrscheinlich die ganze Zeit nur mein Klicken, 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 Klicken. Aber, naja. So. Ah, wunderbar. Ich muss hier sogar noch runter. Ja. Okay. So, hier ein bisschen hoch. Ein bisschen schöner anpassen hier noch. Hier noch die Übergänge schön machen. So. So, hier, 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 hier. Wunderbar. Und jetzt malen wir das Ganze noch mal ganz kurz hier aus.
Sieht doch, würde ich sagen, akzeptabel aus. Jetzt muss ich da nur noch wieder Gras draufsetzen. Oh nein, das funktioniert doch wieder nicht, ne? Wenn ich jetzt wieder näher komme, ja, verschwindet es wieder. Ah, Mist. Kacke. So. Genau. So, hier machen wir alles grün hin. Oder, beziehungsweise hier machen wir wieder Gras hin, dass es auch wieder passt. Wow, ich habe einen Hahn gehört. Ich habe einen Hahn gehört. Krass. Hab ich jetzt auch schon lange nicht gehört. So, machen wir jetzt hier noch grün da. Wunderbar. Schwimmbad kümmern wir uns später drum. Vielleicht mache ich das auch mit dem Corti zusammen. Vielleicht hilft er mir wieder mein Schwimmbad ordentlich aufzubauen. Nachdem er beim letzten Mal das eine Trikot oder so kaputt gemacht hat. So. Nein, war zu viel. So. Ein rüber. Genau. Nein, auch wieder zu viel. Ja, so kann man das aber lassen, doch. Ah, halt, hier kann ich auch noch mal ein bisschen grün machen. Genau. So. Wunderbar. Das sieht doch top aus. Jetzt müssen wir hier nur noch die Sachen von dem Minigolfplatz wegmachen. So, und dann haben wir doch hier halbwegs wieder ein ordentliches Bild, wie das Ganze aussehen soll. Jetzt muss ich noch hier, klar, ein paar kleine Sachen machen. Ich weiß gar nicht, hier haben wir das auch, genau. Hiervon ein paar herstellen. Na, Max brauche ich jetzt nicht, aber ich glaube mal so 12 Stück kann ich mir ruhig herstellen, um die zu platzieren. Die 3 brauche ich. Dann machen wir hier einmal drehen. So. Ziehen da 3 Stück lang und schon haben wir das Problem da gelöst. Dann war das Problem nicht. Und jetzt gucken wir hier weiter. Hier, oh, hier haben wir das Ganze noch. Hier brauche ich. Ah, da habe ich auch noch andere Steine. Oh mein Gott. Da habe ich ja noch ganz andere Steine. Gut, wie das Ganze weitergeht, das seht ihr in einer der nächsten Folgen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Da haben wir noch ein Schaf. Ich weiß noch nicht, welches meine Dolly wird, aber wir scheren mal beide. Ach nee, das ist sogar Dolly. Dolly ist abgehauen. Ich glaub's nicht. Was bist du? Bist du auch ein Schwein? Oh, ist auch ein Schwein. Okay. Also Schweine haben wir auch genügend und hier haben wir sogar wieder was zum Anpflanzen. Ich muss mir nur wieder eine Sichel bauen, aber das werde ich dann alles dann im Nachhinein machen. Jetzt natürlich noch nicht. Jetzt kann ich erstmal hier alles schön ernten und mich freuen, dass ich ein bisschen was zu essen habe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschüss.